Eine Safari wieder einmal in die alten Jagdgründe nordöstlich von Maun. Camping auf dem Gelände der neu gegründeten Mababe River Lodge. Die Camping-Einrichtungen waren erste Sahne. Es ist immer wieder lustig, Pavianen zuzuschauen. Insbesondere den Kindern unter ihnen. Wie bei Menschen. Sie können nie stillsitzen, haben immer Unsinn im Kopf, balgen sich mit Altersgenossen und einer stiftet den anderen an, um irgendetwas anzustellen. Gegenseitige Fellpflege ist ein Teil der Sozialstruktur. Zecken und Parasiten werden auf diese Weise entfernt und gleich entsorgt, das heißt gefressen. Strategisch um das Operationsgebiet der Truppe platzieren sich Wächter, um die Großfamilie vor unangenehmen Überraschungen, wie zum Beispiel Leoparden, zu schützen. Jetzt kommt doch der Balg tatsächlich mit den Resten einer Toilettenrolle angerannt, die er wohl irgendwo, ich denke mal in einer Toilette, gestohlen hat. Wie bei menschlichen Kindern verliert er schnell Interesse an dem neuen Spielzeug. Schon geht's zum nächsten Abenteuer. Wie wäre es denn, mal etwas Essbares auszuprobieren? Sich auf eine Sache konzentrieren fällt schwer. Er schaut ständig um sich, ob sich vielleicht eine andere Gelegenheit für einen Streich anbietet. Und siehe da, mit seinem Kumpel geht's rauf auf den Baum. Dorthin, wo keiner der schweren Erwachsenen ihnen folgen kann, denn die dünnen Äste würden da nicht mitmachen. Heute ist der fünfte Tag in der Umgebung von Mababe. Ich habe gerade Paviane gefilmt. Das war ein guter Auftakt zum Tag. Gestern war sehr gut. Der Höhepunkt war die Sichtung eines Geparden. Jeder Tag bringt Überraschungen und mal sehen, was wir heute erleben. Diese Maidschwalben ruhen sich etwas aus, denn sie müssen hart arbeiten, um fliegende Insekten im Flug zu fangen. Während andere Schwalben im Segelflug jagen, sind diese kleinen Schwalben meistens mit Flügelschlag unterwegs. Es ist früh am Tag und da gehört bei diesem Rallenreiher intensives Putzen zur Morgenroutine. Ein alter Bekannter. Dieser Nimmersatt ist wieder dabei, seinen alten Trick bei der Nahrungssuche anzuwenden. Auf einem Bein stehen, mit dem anderen Bein kleine Fische und Frösche aufstöbern und in den offenen Schnabel jagen.
Es gibt mehrere Arten von Staren im südlichen Afrika. Gemeinsames Merkmal ist das Gefieder, welches in der Sonne attraktiv glänzt. Noch ein alter Bekannter. Dieser einsame Kappengeier scheint aber inzwischen eine Freundin gefunden zu haben. Zwei Elefantenbullen. Der hintere hat nur noch einen Stoßzahnstummel auf der linken Seite. Jetzt drückt er mit seinem Kopf gegen den Hintern des vorderen Elefanten, um ihn zu ermuntern, in das Wasser zu gehen. Und schon geht die Reise los. Das Wasser scheint nur circa 2 Meter tief zu sein, genug, um sich darin zu wälzen. Elefanten lieben nun mal ein Vollbad. Sie können auch schwimmen, aber selten sind die Gewässer so tief, dass dies nötig wird. Das Nilpferd hat es aber gar nicht gerne, dass jemand in seinem Garten spielen will und lässt die Eindringlinge lautstark wissen, was er von ihnen hält. Eigentlich hat so ein Nilpferd mit seinen 1,5 Tonnen im Kampf keine Chance gegen einen 5-Tonner wie diese Elefanten. Trotzdem weicht es nur geringfügig von der Stelle, um sicherzumachen, dass die Eindringlinge wirklich aus seinem Garten verschwinden. Am Nachmittag geht es wieder zur Mababe Depression. Streckenweise sieht es ohne den dichten Grasbewuchs recht trostlos aus. Es erleichtert allerdings, weit verstreute Knochen zu finden. Hier handelt es sich um die Überreste eines Elefanten. Es gibt halt viele Elefanten hier. Dieser war schon ordentlich groß, war also höchstwahrscheinlich an Altersschwäche oder an einer Krankheit gestorben. Junge Elefanten werden manchmal von Löwen gerissen. Auf dem Weg dorthin treffe ich 3 sogenannte Daggerboys. Das sind alte Büffelbullen, welche sich zur Parasitenbekämpfung gerne mal im Schlamm wälzen. Sie sind in der Regel aus der Herde von jüngeren Bullen ausgestoßen worden und finden sich in alten Herrengruppen zusammen. Ohne den Schutz der Herde sind sie durch Löwenmeuten gefährdet. Da sie nicht mehr am Fortpflanzungsprozess teilnehmen und gut entwickelte Hörner haben, werden sie von Trophäenjägern bevorzugt.
Immer wieder findet man Gruppen von Zebras und Streifenknus zusammen. Erstens gibt es zwischen ihnen keinen Wettbewerb bezüglich der Äsung und zweitens sind zusätzlich die Augen und Ohren immer willkommen in einer Umgebung mit Löwen und Tüpfelhyänen. Der Wassertril, wie auch sein Artgenosse der Kaptril, werden in Afrikaans Dikkop oder zu Deutsch Dickkopf genannt. Das rührt daher, dass sie sich auf ihre Tarnfarbe verlassen und nur im letzten Moment zur Seite gehen, um nicht überfahren zu werden. Fähige Jäger zusammen. Der Schreiseeadler fängt normalerweise große Fische. Der Seitenreiher ist ebenso erfolgreich im Fangen von kleinen Fischen wie sein größerer Vetter, der Silberreiher. Der Klaffschnabel dagegen ist ein Spezialist im Jagen von Wasserschnecken. Einer Familiengruppe von Elefanten auf dem Weg zum Feuchtbiotop der Mababe Depression. An der Menge von Elefantendung auf der Erde kann man sehen, dass hier große Herden von Elefanten vorkommen. Diese pendeln zwischen der Mababe Depression und dem Chobe Nationalpark. Die Litschi-Moor-Antilopen sind daran gewöhnt, diese Riesen um sich zu haben. Diese feuchte Niederung ist das ideale Umfeld für diese Antilopen. Löwen jagen zudem ungern in dieser schlammigen Umgebung. Hier ein Prachtexemplar eines Warzenschwein-Ebers. Deutlich zu erkennen sind die vier Warzen. Die Bache verfügt nur über zwei Warzen. Auf dem Weg zurück zum Campingplatz blockiere ich unbeabsichtigt den Abmarsch einer großen Büffelgruppe vom Weidegebiet am Rande des Feuchtbiotops zurück in den Chobe Nationalpark. Dieses unerwartete Verhoffen bietet eine gute Gelegenheit, um mir diese Tiere ein wenig näher zu betrachten. Das gleiche gilt für die Büffel, welche ihrerseits versuchen, die Witterung dieses Fahrzeuges zu interpretieren.